Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Vis-a-vis. Laura, heute sind wir da mit dir. Was machst du heute mit mehr Selbstbewusstsein, wo es vor 3 Jahren zum Beispiel mal unangenehm war? In meinem professionellen Leben, also als Schauspielerin, ist das eigentlich alltäglich da. Mhm. Wenn du nicht groß träumst, passiert nichts. Du musst schon mal eine Vision haben und genau wissen, was du mit dem Leben machen musst. Und da sagen viele, ja, mach mal und so. Aber du musst dran glauben. Weil wenn du hart an dir arbeitest, dann kann sowas wirklich in Erfüllung gehen. Natürlich denkst du, du magst es irgendwie jedem recht machen, das kannst du nicht, vergiss es, unmöglich. Entschuldigung, scheiß drauf, weil wirklich, mach einfach, was die glücklich macht, egal was andere denken. Man kann es nicht ändern, du gibst das Beste und dann wartest ab, wenn es nicht klappt, machst du es halt nochmal. Was möchtest du Leuten noch als letzten mit auf dem Werk? Ja, und zwar schnappst du diese Kamera hier. Scheißend euch wirklich nichts, machend euer Ding, glaubend an euch. Und wenn ihr wisst, ihr könnt das, dann machen's. Nothing's impossible. Gell? Yeah!